Hallo Leute, heute in Elektrotechnik, Mathematik, Physik oder sonst was in 5 Minuten. Heute aus gegebenem Anlass, ja, Weihnachten steht vor der Tür, so ein kleines Weihnachtsspecial bzw. einen Ausblick und Danksagung und bla bla bla, was es da alles gibt. Und das mache ich jetzt nicht mehr in Hochdeutsch, sondern einfach mal in Bayerisch, aus meiner niederbayerischen Stadt, wo ich herkomme. Und also mal ein großes Dankeschön an euch für das gigantische Feedback, was ihr mir gegeben habt, für die Kommentare, für die Anregungen, für, ja, hat mich einfach gigantisch gefreut und motiviert mich natürlich auch brutal, dass ich noch weitermache und das Zeug alles ausbauen, ja, und immer größer machen und alles. Und ja, da haben wir schon beim Ausblick. Ich wisst ja, es haben aktuell, gibt es ja drei so, sagen wir mal, Channels, die wo's, also der Elektrotechnik, der Mathematik und der Physik-Channel. Physik-Channel ist momentan noch ziemlich klar. Elektrotechnik-Channel ist brutal am Wuchsen, was ich so, aber den Statistiken sehe. Und da möchte ich quasi auch einen Elektrotechnik-Channel den ganzen regelungstechnischen Aspekt und den antriebstechnischen Aspekt als demnächst dann noch einbringen. Das werde ich so Februar so greifen. Und Mathematik kommt der ganze Stochastik-Rotz noch dazu, der wo dann auch noch mit dazu kommt. Und dann, das ja irgendwie immer mehr Videos werden und die Playlists irgendwie dann schon langsam überlaufen, haben wir wieder gedacht, ja, da brauchen wir wieder irgendeine so Lösung. Für jedes Problem eine Lösung. Und da haben wir gedacht, da könnte man so eine Webseite machen, die wo so ein ja, Inhaltsverzeichnis hat. Zum Beispiel, man meldet irgendwas aus, zum Beispiel Wechselstrom und dann sind da lauter so Punkte. Und dann kann man da zum Beispiel auswählen, effektive Berechnung eines Sägezahns. Und dann drückt man da drauf und wird dann automatisch an das YouTube-Video weiter verlinkt. Und da bin ich aktuell dran, also das irgendwie in HTML, aber ich also umsetze. Genau. Und dann war ich schon beim Ausblick am Ende. Ja, Christbaum steht auch schon da. Auch ein bisschen bunt. Oh mein Gott, so ist es einmal. Weißen habe ich nicht gekriegt. Und ja, dann kann ich euch eigentlich eh schon mehr ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ein gutes neues Jahr. Viel Glück, Erfolg. Auch im Beruf, auch in der Liebe, auch im Studium, auch sonst überall. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend, wunderschöne Zeit. Genießt es, die stille Zeit. Und dann wünsche ich euch Elektrotechnik, Mathematik, Physik, ja, sonst irgendwas noch in 5 Minuten. Servus!